Die Athletin, die als nächstes unten ins Bild kommen wird, das ist die Zweitplatzierte, das ist Julia Richter. Theresa Zurek, ja, fast 100 Meter Vorsprung inzwischen. Und auf dem besten Wege in Richtung neue deutsche Jahresbestzeit. Über 5000 Meter. Drei Runden hat Pauline Barth vom Erfurter LAC noch vor sich. Gehen zu Caroline Kirchner vom ASV Erfurt, die U18 Vizemeisterin des letzten Jahres. Meter sind es noch für die Athletin, die wir dort nun alleine auf weiter Flur sehen, auf der Zielgeraden. Das ist Theresa Zurek. Theresa Zurek, gleich geht sie in die letzte Runde. Und gleich hört sie die Glocke. Die letzten 400 Meter für Theresa Zurek. Durchgangszeit 20:36. Also deutlich schneller als die Zeit, die bisher steht in Deutschland in diesem Jahr. Aufgestellt von Julia Richter, die aktuell Zweitplatzierte. Schnelles Rennen von Theresa Zurek. Und auch Julia Richter, die jetzt auf die letzte Runde geht. Aber Theresa Zurek, die wird hier ihren Titel verteidigen, auch im letzten Jahr deutsche U20-Meisterin über 5000 Meter Bahn gehen. Da haben wir sie nochmal im Bild, rotes Trikot, schwarze Hose, ganz in Rot, das ist Julia Richter weiter hinten. Und hier sind wir dabei auf den letzten 200 Metern von Theresa Zurek. Noch einmal oben in der Kurve, wo mehr und mehr Athleten gerade das Donaustadion betreten, denn in Kürze geht es dann auch mit den ersten Vorläufen los unten. Da haben wir dann eine ganze Reihe Athletinnen dabei und Athleten. Ich glaube, wir starten erst mit den Jungs, so ist es. Aber erstmal sind wir noch bei den Athletinnen und zwar bei der U20 beim 5000 Meter Bahngehen mit Theresa Zurek vom SC Potsdam auf der Zielgeraden. Zweite in Grosseto geworden, hier in Ulm, da ist sie nicht zu schlagen. Theresa Zurek auf dem Weg zur Titelverteidigung und zur deutschen Jahresbestzeit über 5000 Meter. Gold geht an Theresa Zurek. Und jetzt gleich auf der Zielgeraden, jetzt auf den letzten 100 Metern, das ist Julia Richter, die hier Silber mitnehmen wird. Und hier kommt schon die Zweitplatzierte, Julia Richter. Auch sie bleibt deutlich unter. Julia Richter auf den letzten Metern, also auch sie knackt ihre Beste aus diesem Jahr. Deutlich schnelle Zeit, 22:56 nimmt da zum Silbergewinn. Die Arme hoch im Ziel, das sind also Titelträgerin und Vizemeisterin